Aus der Region für die Region. Das Label für regionale Produkte wünscht gute Unterhaltung bei SRF Bitte Lüt. Ein Sommer lang auf der Hütte da oben. Beim Gauli Gletscher im Berner Oberland. Über dem Fehlensee im Appenzellerland. Und mitten im Nationalpark im Engadin. SRF bei den Leuten taucht ein in den Alltag der Hüttenwelt und ist zu Gast auf der Hundsteinhütte im Halbstein. Bei der Ruth und dem Paul Graf. Nach 9 Jahren Hüttenwart hören sie Ende Saison auf und freuen sich auf die Pension. Aber dann passiert etwas. Der Paul kommt in einen Steinschlag. Wie schnell kann es gehen? Zu Gast auf der Gluzenhütte im Nationalpark bei der Familie Martig. Die Marlis, der Jürg und der 9-jährige Tim. 4 Monate, einen ganzen Sommer lang leben sie auf der Hütte. Im Moment ist Marlis Chefin. Der Jürg ist als Bergführer unterwegs. Wenn er dann wieder zurückkommt, müssen sich die beiden zuerst wieder ein bisschen finden. Dann geraten wir manchmal schon ein bisschen aneinander. Zu Gast auf der Gaulihütte im Haslital bei der Susanne Brandt. Sie hat es gerne, wenn die Hütte voll ist und etwas läuft. Zum Beispiel eine Theatervorstellung unter freiem Himmel. Nur für meine Forschungsreisen ausgesucht. Das gibt viel Gäste, aber auch viel zu tun. Auf einem Herd, wo man hat, und eine Stube voll Leute, macht es manchmal auch schwer. 3 Hütten, 3 Geschichten. Das ist SRF bei den Leuten, Hüttengeschichten. Es ist Ende Juni. Rund um die Gaulihütte auf 2200 Meter hat es immer noch etwas Schnee. Die Sommersaison hat angefangen. Aber bei diesem Wetter hat Susanne Brandt noch keine Gäste. Seit 7 Jahren ist sie Hüttenwartin dort oben. Sie ist 33 und geniesst ihre eigene Chefin zu sein. Wichtig für eine Hüttenwartin sind die Leute, die ihr durch die Saison durchkommen können helfen. Freunde und Kollegen. Aber sie hat auch eine fest angestellte Hüttenkilfin. Es ist heute Christina unterwegs. Meine Hüttenkilfin. Ich bin froh, gibt es Hilfe? Weil allein sich so eine Hütte zu führen, den ganzen Sommer, das wäre nichts. Das wäre einfach zu streng, eindeutig. Und ich freue mich, bin sehr gespannt darauf, wer das ist. Wir kennen einander nicht wirklich. Du musst doch 24 Stunden näher aufeinander und miteinander Hand in Hand zusammen arbeiten. Jetzt bin ich einfach gespannt. Kaum gesagt, kommt sie schon. Gut 4 Stunden hat man bis auf die Hütte rauf. Christina hat im Internet gesehen, dass Susanne jemanden sucht und hat sich beworben. Kuckuck! Hoi! Hoi, hoi! Ciao! Hoi! Hey, willkommen! Danke. Ciao. Ciao, ciao, Susanne. Hoi. Willkommen im Lebkuchenhäuschen. Christina ist von Beruf Architektin. Eine ganze Saison als Hüttengehilfin hat sie bis jetzt noch nie gemacht. Schau. Hier geht ein ganzes Sortiment. Zuerst zeigt ihr Susanne, wo sie schläft. Herz klein, aber fein. Zumindest ein bisschen Privatsphäre, glaube ich. Ja. Man kann Türen zutun und so. Der Spang ist gleich noch viel wert. Ja, es ist total schön hier oben. Wirklich. Es gefällt mir irrsinnig gut. Und ja, jetzt habe ich hier mein Reich und probiere mich hier noch ein bisschen zurechtzufinden. Ja. Ob eine Hüttengehilfin gut ist, sieht man erst beim Arbeiten. Aber Susanne schaut auch auf andere Sachen. Man verlässt sich ein wenig auf einen gesunden Menschenverstand, auf das Gespür probieren. Schauen mal. Ich habe das Gefühl, das könnte ich holen. Und auch zwischenmenschlich. Man ist 24 Stunden aufeinander. Und das ist schon noch so nicht schlecht, wie es einigermaßen geht. Oder das muss halt einander doch sagen, wie irgendetwas nicht gut ist. Hier ist das Rosenhaar. Wir haben gerne unseren Berg genommen hier. Mhm. Ha? Das erste Mal muss Christina alles kennenlernen. Ein Schlafsaal. Unser Supplement. Ah!
Die Gali-Hütte hat 65 Schlafplätze. Das ist so eine mittlere Grösse für eine SRC-Hütte. Das ist für uns. Hey, Sapperlot! Training! Das ist ja herrlich. Yes! Gell? Ah, so cool. Jetzt finde ich, das ist noch SAC. Bei uns Deluxe. Weißt du, Raum mit frischem Gletscherwasser. Mhm. Unsere Werkstatt, viel, wo mit der Bindung etwas haben. Da können sie hier ein bisschen schrauben und machen. Mhm. Und die Männer sind aber noch gerne da. Essal? Ja. Und da wird ein Züppli serviert. Küche, Keller, Keller, Küche, Küche, Keller. Aus noch schönes Wetter, Sonne, Sonne, Sonne. Küche, Keller, Keller, Küche. Küche, Keller. Voilà. Vom Alpstein direkt ins Spital Appenzell. Auf den Notfall. Der Paul Graf von der Hundsteinhütte, der so viel zu Berg geht, der sich auskennt, auch mit den Gefahren, ausgerechnet ihn hat es verwünscht. Dummes Eich gemacht. Wollte Edelweiss fotografieren, bin auf dem blau-weissen Weg Richtung Hundstein. Dann gab es einen Einstieg in die Felsen, sind Edelweiss. Und dann es ist ein Aussteinschlag oben ab. Also der Stein ist sicher 30 mal 30 cm und auf mich zukommt, mir voll Richtung Kopf. Dann habe ich den Arm so gut aufgenommen und der abgewirrt. Und jetzt mir wieder rundherum gerollt und den Stein und hier den Ellenbogen zusammengeschlagen. Der Rümmenbruch. Ich habe den Stein schon gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen. Es ist so ein Rinnen, ein Gulwar. Und den habe ich nicht gesehen, ich habe nur gehört. Und dann ist plötzlich so schnell auf mir los. Ich konnte nichts mehr machen. Also, nicht flüchten kann ich sowieso nicht. Mhm. Ja, jetzt habe ich noch mal Geburtstag. Auf dieser Höhe, wo der, ich bin ja viel in den Bergen, aber auf dieser Höhe, wo der grosse Stein kam, hatte ich ja Glück gehabt. Und es ist ja noch blöd dort, wenn ich jetzt noch also bewusstlos gekommen wäre, so hätte ich abstürzen können. Also richtig fehlen sie. Ich hatte wahnsinniges Glück gehabt. Den Trümmerbruch muss man operieren. Morgen Morgen kommt er unter das Messer. Oben in der Hundsteinhütte ist Ruth allein. Die Arbeit muss weitergehen. Auch wenn sie mit den Gedanken beim Paul im Spital ist. Sie darf gar nicht daran denken, was alles hätte passieren können. So schnell wäre alles vorbei gewesen. Er könnte tot sein. Ich konnte abstürzen. Also ja. Ich besuche ihn sicher morgen, gehe schauen, wie er es hat. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich denke, er muss nicht lange im Spital sein, nach zwei. Und dann kommt er wieder heim. Hat vielleicht den Arm schlingen, aber. Ja, aber der ist sicher wieder schnell rum. So wie ich den kenne. Typisch Ruth. Immer optimistisch. Val Gloatze im Nationalpark ob Zernitz. Sommerferien. Wunderbares Wetter. Entsprechend viele Wanderer haben sich in der Gloatze heute angemeldet. Die Marlies und ihre Helferinnen haben alle Hände voll zu tun. Genau. Die Schuhe findet ihr hier gerade. Auch der 9-jährige Tim hat jetzt Sommerferien und darf endlich als Hüttenbub mitschaffen. Bis jetzt hat er daheim am Thunersee noch in die Schule müssen.
Wie ist das für morgen Morgen? Ja. Sollten wir ein Lunchpaket haben? Müssen wir das jetzt schon mal oder der Rest? Tun wir bei uns Nacht und ich aufnehmen. So, viermal Schlosssack für euch. Hier im Marder, gleich nebendran. Kannst du mir gerne zeigen? Ja. Danke. Der Job des Teams ist es, den Gästen zu zeigen, wo sie schlafen. So wie sie aussieht. Ja. Also der darf vom 11 bis zum 14. Vom 11 bis zum 14. Ja. Ja. Also, danke. Und jetzt möchten wir zwei Kaffee? Ja. Zwei Kaffee. Mami, muss ich noch etwas machen? Jetzt, wo der Tim da ist, fehlt der Papa, der Jürg. Er ist als Bergführer unterwegs und kommt erst in zwei Wochen wieder. Ich vermisse ihn schon, aber es ist auch schön, hier zu bleiben. Und einfach. Ich glaube, dass er wieder mal gesund heimkommt. Der Jürg ist fort und die Hütte voll. Das ist nicht unbedingt das, was sich die Marlis gewünscht hat, wo sie vor drei Jahren die Hütte übernommen haben. Ich habe mal gesagt, wenn du eine Hütte willst, dann musst du kochen. Und jetzt koche ich. Aber wenn der zurück ist, dann kommt er wieder an den Herd. Obwohl, dann hat er vielleicht das Gefühl, jetzt macht sie das dermassen gut. Jetzt, müssen wir das lassen, so beibehalten. Das könnte, glaube ich, auch so rauskommen. Auch ohne die Jürg kommt nämlich der Znacht pünktlich um 6:30 auf den Tisch. Nach dem Nachtessen hat dann der Tim seinen grossen Auftritt mit seinem Fernrohr. Es gibt kaum jemanden in der Hütte, der die Hirsche und die Gämsche vis-à-vis an den Hängen besser und schneller sieht wie er. Ein rechter Platzhirsch. Und dann ist es aber Zeit. Und der Tim freut sich schon auf den nächsten Tag. Es wird ein ganz besonderer Tag für ihn. Nicht wegen dem Sonnencreme einschmieren, das muss einfach sein. Er freut sich, weil er mit dem Parkwächter, dem Reto Streimer, einen ganzen Tag lang Tiere beobachten darf. Der Reto arbeitet schon seit über 20 Jahren hier und ist auch noch gerade der Hüttenchef. Geniessen, einen schönen Tag. Okay. Tschüss! Hab schön! Tschüss! Tschüss zusammen! Ciao zusammen! Wer im Nationalpark unterwegs ist, muss immer auf den Weg laufen. Aber es gibt auch Leute, die halten sich nicht dran. Ja, eben, der hohe Plunder macht er da. 3 Franken gibt es den Bus. Ja, dann muss schon recht den Bus. Die Leute sollen die Natur sein, wie es die Natur ist. So. Aber eigentlich sind sie ja gekommen, zum Tier beobachten. Einmal im Jahr muss ein Parkwächter das Wild in seinem Gebiet zählen. Der Tim ist heute dem Reto sein Assistent. Und jetzt schauen wir noch aufs Grün. Vielleicht haben wir dort noch ein paar Gänse. Das kannst du nur so nicht. Ich glaube, er ist den ganzen Tag hier am Üben. Draußen in der Hütte hat er auch ein Fernrohr und dann ist er immer dran. Und dann hat er gute Augen. Augen hat er ganz gut. Ja, er zieht den Haufen. Und schon will der Tim nicht mehr unbedingt Hüttenwart werden, sondern. Thank you.
fehlen sie im Alpstein. Hier links, in diesen Felsen, nicht weit weg von der Hundsteinhütte, ist der Paul Graf in einen Steinschlag gekommen. Ruth macht sich auf den Weg, um ihn im Spital zu besuchen. Dass das in ihrer letzten Saison noch hätte passieren müssen. Der Paul ist in der Zwischenzeit operiert worden. Ein Trümmerbruch am linken Unterarm. Auf dem Weg runter zu ihrer Mama muss Ruth noch schnell bei der Alp Bollawes vorbei. Daher kommt sie jeden Tag um Milch, Butter und Käse holen. Komm, Rudi, komm! Werner! Grüezi, Werner! Grüezi, Werner! Komm, geh die Milch holen. Da ist die Butter. Danke vielmals. Guten Appetit! Ja, danke. Ciao, danke vielmals. Schönen Tag. Danke, gleichfalls. Danke. Dann aber ab zum Paul ins Spital. Jetzt, wo der Paul im Spital ist, dann muss er mir ja noch etwas bringen. Er hat ja nichts. Er ist ja gestern ins Spital gekommen und hat jetzt keine Zahnbürste. Das ist mir auch erst heute in den Sinn gekommen. Zum Glück kann Ruth mit dem Auto bis nach zur Hütte hinfahren. Mit einer Spezialbewilligung. So ist sie schnell im Tal unten. Bis ins Spital hat sie etwa dreiviertel Stunde. Du musst jetzt halt mal ein kleines Rübiger höckeln. Du musst halt die Flaschen auftun. Ich bring's und tu das auf. Ich kann jede Flasche einzeln abtragen, ins Auto. Nein, ja. Das geht nicht so lange. Jetzt ist es geschraubt, die Platte ist drin. Und jetzt, das geht jetzt zügig. Zwei Gluze im Nationalpark. Der Hüttenwart Jürg ist immer noch unterwegs als Bergführer. Die Marlies und ihre Helferinnen kutschieren allein. Am Gasherd braucht es offenbar ein spezielles Trickli. Jürg hat aber Das
bei Jürgen klappt jedes Mal. Und wir müssen manchmal 10 Mal probieren, bis es geht. Das ist einfach irgendein Trick. Manchmal geht es tiptop und manchmal übst du einfach am Morgen. Jetzt ist es gegangen. Ist im Moment ziemlich auf sich selber gestellt. Die Marlies ist zwar schon, muss sich aber das erste Mal um die Gäste kümmern. Heute? Ja. Wie sieht es so aus? Morgen, das Fass einfach aufzutun. Bis um Mittag rum und dann kommt es regnen. Ja. Wo seid ihr jetzt gestern? Von wo wir sind jetzt herkommen. Und morgen geht ihr wahrscheinlich morgen oben drüber, oder? Ja. Die andere Variante ist Richtung Forkla Valsassa, wo ihr könnt gehen. Ja. Der ist auch blau-weiss gezeichnet. Ja. Sicher schön, wird euch gefallen. Gut, danke. Guten Abend. Bis später. Ciao zusammen. Und wenn dann gerade Gäste nichts wollen von ihr, dann wartet sicher ein Berg Wäsche auf sie. Das ist für mich manchmal schon noch so, als Mutter vielleicht ein schlechtes Gewissen am Tim gegenüber. Dass man halt einfach nicht so Zeit hat für ihn. Dass er allein muss mit sich beschäftigen. Und im Großen und Ganzen macht er ja das sehr gut. Das ist natürlich auch dankbar, wenn er irgendeine Familie kommt mit Kind, wo er dann spielen kann. Und dann genießt er es dann auch sehr, ja. Wenn es wenig Gäste hat, gibt es auch einmal eine Lücke im Tagesprogramm der Hüttenwartin. Freizeit, ja, das ist etwas, was man gerne ein bisschen mehr haben will. Das ist eigentlich schon das, was mir fehlt. Weil allem gerecht zu werden, ist manchmal einfach schwierig. Und ich habe auch nicht die Möglichkeit, einfach mal zu sagen, jetzt ist ein bisschen schlechter Wetter, jetzt kommen nicht so viele Leute, jetzt gehe ich heim für ein paar Tage. Das ist schon etwas, was eigentlich schlichtweg zu kurz kommt. Ja. Freizeit heisst für sie, an einem schönen Örtchen in der Nähe von der Hütte einfach ein bisschen sein. Die Natur geniessen. Die Klotzenhütte ist ideal für eine Hüttenwartfamilie mit einem Kind. Man kann ihn machen. Er kann um die Hütte herum. Es kommen viele Kinder. In einer hochalpinen Hütte und unter Umständen kommen wenig bis gar keine Kinder. Und für mich war es eigentlich klar, es darf nicht eine Hütte sein mit einem Kind, das gefährlich ist. Aber dann ist auch schon wieder fertig Freizeit. Bald kommen die Gäste von ihren Wanderungen und haben Hunger und Durst. Bergwelt rund um die Gaulihütte im Haslital. Die neue Hüttengehilfin Christina hat sich schon gut eingelebt und muss auch schon voll entzeugt. Ich kann gleich ein bisschen Kälte mitnehmen. Du kannst noch aufnehmen. Jetzt muss ich gerade überlegen, mit 6er-Pack reinlassen. Die grosse? Ja. Auch sonst hat Susanne Verstärkung gekriegt. Das ist der Christoph. Da bin ich. Genau. Und der kommt regelmässig da hoch. Er nimmt den Weg auf sich für... Ich glaube, man kann schauen, was hier so läuft und was da geht.
Also ich tue vor allem kontrollieren, dass das da wirklich alles sauber ist, hä? Oh gut. Und Elspeth, meine gute Fee. Das ist meine ganz, ganz gute Fee da. Ohne sie wärst ja das ganz, ganz schwierig. Ich glaube, ich war auch verloren. Die Elspeth kennt Susanne schon seit manchem Jahr. Sie kann gerne in der Kochung helfen, wenn sie Susanne braucht. Der Christoph ist übrigens für Susanne mehr als nur eine Hüttengehilfe. Was ich selber wirklich mache, ist der Empfang. Das ist für mich, alles andere kann ich gerne abgeben. Das geht eigentlich gut. Der Empfang ist für mich ganz wichtig, weil das persönlich muss sein. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Die habe ich noch nicht gesehen. Ja. Nein, ciao. Ehrlich? Susanne, ciao. Anita. 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 Ja, ciao. Ja. Ja. Vicky, ciao. Tom. Tom, hi. Also jetzt komme ich erst in Fahrt, grundsätzlich. Der Tag läuft zwar schon ein Moment, aber jetzt fange ich erst an zu leben, weil jetzt weiss ich endlich, für was dass ich hier vorbereitet habe, den Flug bestellt habe, organisiert habe, Leute gekommen, habe telefoniert, habe eingeschrieben, wieder gestrichen und. Und jetzt, das ist schön, jetzt kommen Gäste, jetzt weiss man endlich, für was dass man da ist. Geht ihr vier bitte. Das ist schön. Für dieses Wochenende haben sich sehr viele Gäste angemeldet. Und das ist kein Zufall. Susanne hat nämlich ein besonderes Event organisiert. Eine Theatergruppe kommt auf die Hütte für eine Freilichtaufführung. Sie heißen Bergtheater und bespielen auf ihrer Sommertournee rund 20 Hütten. Zu Fuss und ohne viel Bagage laufen sie von Hütte zu Hütte. Hey! Oh, jetzt sollte ich euch schon kennen, so rein von. Hä? Nein. Also, wir haben ja miteinander. Wir haben miteinander telefoniert. Ciao. 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 Bist du jetzt drinnen? Ja. Gell? Ciao. Drinnen, schau da. Ah, danke. Ja. Willkommen, Teddy. Ja, ja. Bitte, Jan. Ja, es muss fast, hä? Ciao. Ciao, Jan. Hoi. Schau da. Ja. Ich bin sehr gespannt auf mich da. Ja, du. Ha? Weißt du, wenn man selber nicht ins Theater kann, weil es einfach so weit weg ist? Können wir nicht zu dir. Dann lass mal ins Theater kommen. Das Stück, das die beiden Schauspieler aufführen, heisst «Ein Russ im Bergell». Die grossen Requisiten, die sie brauchen, suchen sie einfach auf der Hütte zusammen. Die Gruppe finde ich nicht schlecht. Gute Sache. Ui. Das ist halt echt schmal. Mittlerweile habe ich ein bisschen so ein Ding. Hey, aber hey, das gefällt mir einfach nicht. Ich habe selber auch ein bisschen Theater gespielt. Das auf in den Theater spielen, etwas Wunderbares. So eine andere Rolle schlüpfen und eine andere Geschichte eindenken. Das Fakt. Sollte ich alles auf der Hütte? Kommen bei den Gästen gut an. Hüttenleben verbunden mit Kultur. Ihr dürft jetzt mit uns ins Theater schauen. Ein Russ im Bergell. Gespielt vom René und vom Can. Und was das da abgeht und was da gespielt wird, das können wir doch am besten einfach zusammen schauen. Kulissen wie aus dem Bilderbuch. Das Wetter ist nicht gerade anmächelig, um auf die Hundsteinhütte raufzugehen. Es hat keine Gäste.
Ruth und ihre Hüttenhilfin Stefanie sind allein. Der Paul noch immer im Spital. Aber heute frei. Er hat gemeint, wir sind sicher zwei. Bei sehr Schweiss. Ja. Und es geht ihm gut. Dann haben ihn gefragt, ob er schon auf war. Sei, da sagt er, was meinst du denn du? Klar. Ja, sicher. Das schlechte Wetter kommt der Ruth entgegen. Sie kann mit gutem Gewissen die Hütte zumachen und der Paul abholen. Ja, und jetzt kommt der Nächste. Da kann man auch lösen, hier den Schräubli jetzt. Und dann mal die. Und die auch noch aussenken. Dann weiss jeder, jetzt ist der Hüttenwart nicht da. Magst du einen Sack? Ja, für mich. Hallo, und hallo. Gestern ist der Paul operiert worden. Heute darf er schon heim. Ja. Keine Schmerzen, nichts. Ich fühle mich gut. Und, ja, braucht jetzt einfach noch ein bisschen Törner Topfen, nicht grosse Gewichte. Also, zum Anfang. Ein bisschen Knöpfe zumachen oder eben mal eine Bierflasche öffnen. Da hat er gesagt, ja, aber nicht, jetzt einfach nicht lupfen mit dem. Weil es eine Platte drin ist, von da bis dafür ist eine Platte. Gescheinend. Der Paul muss sich jetzt schonen. Er darf noch nicht zurück auf die Hütte. Aber das hat auch etwas Gutes. Endlich können die beiden wieder einmal heim. Nach Diepoldsau. Aber wer meint, da gibt es nichts zu tun, der hat sich getäuscht. Haben Sie Ihre Türen aus dem Futter raus? Wenn wir die Hütte nicht mehr haben, dann tue ich eher wieder mehr Völker haben. Dann kann ich auch wieder mehr, vielleicht mal noch wieder Ablecker machen, eine Königin züchten. Dann habe ich einfach wieder mehr Zeit. Ich freue mich wahnsinnig, mal im Sommer da zu sein und vielleicht am Abend mal mit den Nachbarn ein bisschen zusammenhückeln. Jetzt ist es immer präsent. Jetzt musst du immer wieder gehen, sofort, oder? Du kannst kaum ein paar Worte reden und schon musst du wieder gehen. Du musst ihn sagen, stopp im Zürcher, gell? Die grösste stopp. Freude, dass der Paul wieder daheim ist, hat Scheina. Das Nachbarsmeidli. Offiziell haben wir keine Enkelkinder, stimmt. Weder die Tochter noch der Sohn hat Nachwuchs. Aber wir haben ein Nachbarmeidli. Und ich bin halt ein bisschen der Opa für ihn. Der Ersatzopa, gell? Ja, ein bisschen der Ersatzopa. Ist noch schön. Bei den eigenen Kindern hatte man fast das Gefühl, zu kurz gehabt, wenn man es geschafft hat. Hat man es nicht so gesehen aufwachsen, also die Frau schon, aber ich nicht. Man war immer am Arbeiten. Und jetzt kann ich auch noch miterleben, wie sie aufwächst. Und jeden Tag einen Fortschritt macht. Das gefällt mir. Schön, schön. Ein Grund mehr, um den Hüttenwartjob Ende Saison aufzugeben. Im Val Cloza gibt es einen außergewöhnlichen Helitransport. Holz. Ganze Baumstämme. Im Nationalpark darf man nicht holzen. Auch kein Holz einsammeln. Das Brennholz für die Hütte wird darum eingeflogen. Letztes Mal hatte der Anflug von so und so runtergekommen. Die Marlies muss schauen, dass alle Bäume an den richtigen Ort kommen. Der Jürg, ihr Mann, hat ihr am Telefon gesagt, wie er es will.
stellt sich nur die Frage, warum denn eigentlich nicht gerade geschnittenes Holz fliegen? Das ist halt ein Kostenpunkt. Wir haben, da wir sind vom Berner Oberland, wir haben auch das Umfeld fällt uns ein bisschen vom Graubünden. Ich kann nicht irgendwie dem Schwiegervater sagen, dort, wo wir das Holz parat machen, oder das tun wir halt ganze Bäume hineinfliegen und die dann hier verarbeiten. Dann kommt der Jörg wieder heim. Gut. Heilig gut sein. Ja. Als Bergführer ist er ab und zu nicht auf der Hütte. Das Mal waren es sogar zwei Wochen. Hey, zusammen. Hallo. Du bist ein Straub im Bart. Ja, ich habe keine Zeit zum Rasieren. Tschüss. Hey. Ciao. Geht's gut? Ja, danke. Hast du mich schon mehr erwartet? Was? Nein, schneller. Schneller? Nein, nicht schneller. Vor allem. Hast du mich nicht schon mehr erwartet? Andrea. Ciao, Birina. Der Tim zeigt seinem Vater, wie gut sie das mit dem Helitransport gemanagt haben. Oh, haben sie einen anderen Ort auch noch hergetan? Wo denn? Liegt es denn wirklich richtig? Aber jetzt Franziska da. Tschüss, Franziska. Ja. Wie hast du es? Perfekt. Perfekt, super. Und ihr? Wir haben es perfekt. Ihr auch? Siehst du es denn, wenn du durch die Hütte läufst, wie gut wir es hatten? Sicher. Ja, tipptopp organisiert, Holz. Es sollte gerade anders ein anderer Weg sein, aber das hat einen Grund, den ich natürlich nicht nachvollziehen konnte. Sicher, dass es nicht abrollt? Nein, nein. Nein, mit dem Rollen hat das nichts zu tun. Unten hat es zu wenig Böhme, oder? Ja. Das ist jetzt für 3-4 Jahre ist das jetzt Holz, oder? Und darum wäre es fast gäbiger gewesen, wenn ich mehr oben wäre gewesen noch. Dann wäre es dort hinter dem Schopf und dann könnte man es dort zwischen ein paar bei zwei, drei Orten zwischen Bei Martix ist nicht immer klar, wer der Chef ist. Ja, jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen zurechtfinden. Jetzt habe ich geschaut, gemanagt und geschaut, dass alles gut läuft. Und jetzt wird es wieder ein bisschen problematischer, wenn der Jörg da ist. Jetzt will er auch wieder sagen, wie, wo, was. Und das ist dann eigentlich nicht ganz so einfach. Das ja, zu managen. Jeder will ein bisschen sagen, und wie es läuft und so. Und dann geraten wir manchmal schon ein bisschen aneinander. Bei der Gaulihütte fährt das Theater an. Die Bergellerberge habe ich nun für meine Forschungsreisen ausgesucht. Es ist eine hochalpine Welt im Kleinen. Das Stück, ein Russ im Bergell, handelt von einem russischen Baron und seinem Bergführer. Molto grazie. Baron, mi senten. Spasibo. Alla prossima. Dort, Seilende, fangen Sie es auf! Ich habe keine Hand frei! Eine spezielle Seilschaft. Alpinismus im 19. Jahrhundert. Eine wahre Geschichte. Vor mir war noch kein Mensch hier oben. Nach mir werden viele kommen. Agoni sora, dente del lupo. Sora di fuori, agoni sora, dente del lupo. Ich hatte noch nie hier oben so etwas. Es war eine wunderbare Erfahrung, auch für mich. Grossartig, grandios. Merci viel, viel mal. Danke. Viel Gäste, viel Arbeit. Beim Essen kommt noch etwas dazu. Sonderwünsche. Fägi, eins Fägi, zwei Fägi. Laktose, Gluten, Wustergluten, zwei Fägi, ein Gluten und eine Laktose. Ja. Es gibt sehr viele Sonderwünsche inzwischen.
sehr viele Vegetarier, Veganer. Man muss auf viele Sachen schauen. Laktose, Gluten. Und das macht es manchmal auf einem Herd, auf einem Herd, den man hat, und eine Stube voll Leute, macht es manchmal auch schwierig. Und halt nachher probieren, auf all die Sonderwünsche einzugehen. Und wir probieren, was wir können. Ist gut bei euch? Recht. Wunderbar. Nehmt ihr noch ein wenig? Sicher. Ihr müsst essen. Ist der Morgen wieder streng für heim. Die grösste Herausforderung am Hüttenwarten für mich ist, glaube ich, dass man beides aushaltet. Die Stille, die Ruhe. Vielleicht 10 Tage, 14 Tage einzig zu sein. Nebel, Schnee. Das Schafen aussen blöken, sonst einfach einzig, niemand. Und vielleicht schon am nächsten Tag ist einfach von 0 auf 100. Von 0 auf 100 ist es das Wochenende abgegangen. Und wenn Susan und ihr Team so richtig im Schuss sind, dann gibt es noch lange kein Lichterlöschen. In der nächsten Sendung ist der Paul nach seiner Operation wieder auf der Hütte. Ein besonderer Gast hat sich angemeldet. Der Lichtkünstler Gary Hofstetter. Ein Projekt vom SAC und auch ein bisschen Abschiedsgeschenk für das Hüttenwartpaar. Wir haben viel gearbeitet, gell? Die Ferien sind vorbei und der Tim muss in der Hütte in die Schule. Und wenn er frei hat, kann er es kaum erwarten, mit dem Papa auf den höchsten Gipfel des Nationalparks aufzukraxeln. Ich bin stolz auf dich. Susan hat heute voll mit einem Kinderbergsteigerlager und zeigt ihr Talent als Geschichtenverzählerin. Unermüdlich. Aber irgendwann mag auch sie nicht mehr. Es ist also einfach schon früh. Das und noch viel mehr. Das nächste Mal bei SRF bei den Leuten. Heute Geschichten. Sie sahen SRF bei den Leuten mit aus der Region für die Region, dem Label für regionale Produkte.